Und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren wundervollen, obercoolen, mückenbehafteten Folge Valheim Miss Lenz. Da ist eine, ich sehe sogar zwei. Widerliche Viecher. Und wir müssen tatsächlich durch die Ebenen latschen, weil wir mitgenommen haben. Wir wollten ja, ich brauche hier wieder ein paar Bärchen. Das ist schön, da hinten ist auch ein Mückchen. Moltebärchen. Oh, warum kann ich die nicht nehmen? Ich bin entzückt. Keine Ahnung. Ja, ich habe da so viel Schleim und alles Mögliche drinnen lassen. Ich kann dir helfen. Ich kann Ihnen hier wirklich hartkräftige Unterstützung leisten. So, da hinten ist ein Muck. Ein Muck. Da hinten sind Loxies auch noch. Ganz viele, die können wir aber nicht angreifen, weil ich habe zu wenig Over. So, komm, Gemma. Ich mache mal hier eben eine Verpingung. So. Habe ich überhaupt Schwarzmetall? Ich habe gar kein Schwarzmetall. Hast du welches? Ja, aber ich. Ja, klar. Achso. Okay. Wie viel hast du? 5. 5000 Stück? Nein, 5. Ohne 1000. Ohne die ganzen Nullen hinten dran. Mhm. Oh. Ein Fruchtzwerg, Achtung. Jetzt halt doch still, Kollege. Was ist denn mit dir los, Junge? Ja, ich war zwar nicht schneller wie du, aber stärker. Aber du lässt es auch liegen, deswegen wahrscheinlich. Ja, ich überlege gerade, was ich hier, diesen hässlichen Kopf, kann ich doch rausmachen. Warte mal, dann nehme ich das noch mit. Münzen. Du lässt es immer noch liegen, übrigens. Ja, was soll ich denn machen? Dann lass mich halt rüber, komm. Dann hole ich mir aber die Münzen. So. Die habe ich übrigens auch. Aha. So, da hinten müssen wir irgendwo hin. Gehen wir hier einfach gerade durch, oder? Jo. Ich denke auch, das ist eine good idea. Ein good idea. Vor uns Mücke. Da werden wir jetzt keinen Heil verschwenden, oder? Greift gleich an, die kleine Dumselbrumsel. Achtung. Du klärst das Ding. Immer. Herrlich. So, dann hopps mal rüber hier. Hops. So, jetzt müsste da hinten eigentlich vermutlich gleich eine Teergrube kommen. Also ich vermute das. Achtung, Mücke, hinter dir. Vor dir, hinter dir, über dir, rechts, links, oben, unten. Oh, du machst mich hier ehrlich. Ich will dich nur sensibilisieren. Ja, ja. Den Stachel, nimmst du den? Hast du Lust auf den Stachel? Ja. Ich möchte ja gar nicht wissen, was du schon wieder alles in deinem Inventar hast, ehrlich. Ich möchte es gar nicht wissen. Ich möchte es auch nicht wissen. Ich habe hier warum setze ich mich jetzt hin? Ich habe vor lauter Hektik auf die falschen Knopf gedrückt. Oh, Mistgrube vor uns. Warte mal, die umlaufen wir am blödesten. Ach, hier lang, komm. Ich habe jetzt keinen Bock auf diese olle Grube. Warte. Ja, bitte hier. Knochi ist bei mir gleich abgelaufen. Du hast aber noch, ne? Ich hab noch, ja. Sehr gut. Sie sind da? Ach, da sind sie. Ach ja, ich habe übrigens auch Molte im Inventar. Und da du ja drauf stehst, auf die Dinger. Naja, willst du eine Lox-Pastete, brauche ich Moltebeeren, das ist so. Ich will aber ganz viel Lox-Pastete, bitte. Siehst du? Kommen sie hier lang? Warte, da lang müssen wir. Komm, wir schleichen uns hier durchs Gebärche. Oh, rechts neben uns auch noch ein Grübchen. Ein kleines Grübchen. Also wenn ihr mal viel Teer braucht, um die Straße bei euch zu sanieren oder sowas, dann kommt einfach zu uns hier. Ich kann Loxies, euch sagen. 3 Loxies. Und 2 Flugis. Und ein Dürfchen. Oh, das ist doch das Dürfchen, was wir schon geplättet haben, ne? Habe ich natürlich nur einen erwischt jetzt. Ja, die andere ist noch hier, Achtung. Ja, ja. Ich kümmere mich um diesen hässlichen kleinen Zwerg hier. Ja, die fliegt aber genau drüber. Hm. Naja, gut. Ich habe Thor's Hammer. Der macht alles platt.
Achso, hier ist noch schwarz. Alles so schwarz. Ich sehe schwarz. So. Was haben wir denn hier Schönes? Das hatten wir ja schon. Achso, das aber haben wir schon geklärt. Aber schau mal, hier gibt es was zum Ernten. Ja, genau. Die Gerste, nimmst du die mit? Weil die kann ich jetzt tatsächlich nicht mehr mitnehmen. Hast du Disteln? Achso, warte mal. Ich lasse mal die blöden Knochen hier. Ja, hörst du diese Kampfmusik? Flachs. Nö, ich höre keine. Es ist aber eine bedrohliche Musik hier, Freunde. Ist kein Flachs. Ist das aber es kann sein, dass hier irgendwo Flachs ist noch. Mhm, oder haben wir die Gerste beim letzten Mal vergessen? Ich glaube, die ist einfach nachgewachsen. Nee, das kann nicht sein. Stimmt, die haben so automatisierte Systeme hier. Nein. Hundertprozentig. Nein. Hm. Weil hier siehst du, hier sind die Felder eigentlich und da ist nichts nachgewachsen. Na, wir haben die einfach vergessen. Na, ist sowas. Wir sind so luschen. So, pass auf, vor dir ist ein Teargrip. Vor mir, vor dir nicht. Nur vor mir. Dir. Oh, die kämpfen, glaube ich, gerade, oder? Oder frühstücken die? Nee, die kämpfen. Gegen wen? Gegen Loxis Moxis. Mal die armen Loxis. Ja. Da müssen wir uns auch noch so ein irgendwie... Oh, der... Oh, der ist aber hier weit, sehr weit hier drüben. Naja, notfalls müssen wir... Ja, schaffen wir das umlaufen? Weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Schau mal, Ramul. Wir haben Turnschuhe an, das geht schon. Vielleicht hat sie uns nicht gesehen. Meinst du? Nein, das hat nicht funktioniert. Das hört sich nicht so an, ja. Aber mit Giftpfeilen gegen einen Düsterblock vorgehen macht natürlich jetzt nicht viel Sinn. Meinst du mit Dauerlauf? Giftpfeilen? Mhm. Ich bin fast zu Hause schon. Juhu! Der gibt nicht auf. Warte, den müssen wir hier echt platt machen. Den machst du platt, oder? Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt. Aber bestimmt. Das sieht so gut aus. Achso, ich wollte mal nach dem anderen Loks gucken, was da vorhin in unserer Grube drin war. Ich habe Teer im Inventar, 2 Stück, kann aber den anderen Teer nicht aufheben. Das ist eine Düsterblob-Trophäe. Nee, die könnt ihr behalten, das hässliche Ding. Achso, die haben wir ja jetzt ja, schon. Ja, und die ist nicht hübsch. Du, ich würde gerne den Loks, der bei uns hier unten in dem Ding drin steht, noch machen. Ja, dann lass uns aber noch ein bisschen Buff holen. Weil ohne Buff, ne? Achso, ich hab's jetzt schon mal angezündet. Ah. Das ist ungünstig. Das steht bei uns im Loch drin. Warte kurz, ich lass mich nur mal ganz kurz. So, Pfeile brauche ich auch. Lalalala, kleinen Moment. Wenn man sich hinlegt, geht das schneller? Nö, kann man gar nicht. Okay. Ach, blöd, jetzt kommt's raus. Hm. Das ist ja ungünstig. Bin bestimmt gleich fertig, ja. Muss ein bisschen Holz mitnehmen. Weißt du warum? Eine Treppe, scheiße. Na klar, jetzt ist es rausgelaufen, weißt du? Wo denn hin? Ja, hinter mir her. Oh ne, ist nach oben gelaufen. Na dann lassen wir es da. Ich wollte es bloß aus der Grube raus haben. Ach so. Weil ich hätte jetzt hier opferungsvoll hätte ich jetzt hier repariert, ne? Ja, ja. Ja, ich habe mein Zeug hier... Aber jetzt steht es wieder oben auf dem Berg, weißt du, das passt schon. Ich habe mein Zeug hier reingesortiert. Und da gehe ich mal eben rüber, baue mir noch ein paar Pfeile. Ja, ich gehe auch mal rüber. Genau. Achso, Schwarzmetall. Du wolltest es haben, dann nimm es auch. Ja, ja. Baust du mir auch wieder Pfeile, bitte? Ja. Wie gesagt, aber da brauchen wir viel Federn. Ich glaube, wo kriegt man denn die Federn? Beim Baumfällen, ne? Beim Baumfällen oder halt Möwen erschießen, ne? Nur, ach, das macht keinen Spaß. Das ist so spaßlos. Aber das wär's halt, ne? Hm.
Okay, ihr Lieben, dann holen wir euch gleich wieder ab, wenn wir den ganzen Kram hier gebaut haben. Denn wenn man hier jetzt so sinnlos auf diesen Dingern rumkloppt, macht ja auch keinen Spaß. Bis gleich. Kuckuck, da sind wir mal ganz kurz zurück. Ich wollte euch nur auf den Zwischenstand bringen in der Folge aktuell, denn wir sind schon seit bestimmt 30 Minuten offline hier am Rumfarmen und Basteln. Aktuell schmelzen wir gerade ein bisschen Schwarzmetall durch für die Schwarzmetallschilde, die natürlich auch noch richtig wichtig sind. Und die müssen wir noch ein bisschen hochbringen. Und dazu genau, fehlt das waren uns tatsächlich jetzt lauter unwichtige Sachen. Also ich habe ein bisschen, bisschen Dings hier, ne? Bisschen gekocht und so, also nichts Tragisches. Genau, Menopausenpudding wurde ein bisschen gekocht und ich muss jetzt losgehen und ein paar Birken kloppen bei uns am Startpunkt. Weil ich habe jetzt nicht Lust. Menopausenpudding, hast du gerade gesagt? Ja, weil ich habe jetzt nicht Lust, da allein in den Ebenen rumzuflitzen. Das ist aber schon eklig jetzt. Ja. Genau. Ja. Genau, und da werde ich jetzt hier mal ein paar Birken rumprügeln, sofern ich hier welche finde. Aber ich denke, ich finde hier schon welche, oder? Hast du? Genau, ich habe auch noch 4 Eichensamen, die werde ich jetzt hier irgendwo noch pflanzen. Ah, hier sind 2 Eichen gerade aufgeploppt, die kann ich da weghauen, ja. Oder? Ja, ja, hau weg. Oh, das hat ja richtig schön. Genau dafür gedacht. Sehr gut, dann haue ich mir doch die hier schön kurz und klein. Genau, dann baller ich hier wieder 4 Eichen hin. Mhm. Holz brauchen wir sowieso ständig für irgendeinen Kram. Dann haue ich schnell den Stumpen hier raus. Das sind aber auch dicke Ummis hier, ne? Das sind ja dicke, fette Teile. Ja, ja, ja. Ja, und falls ihr uns ja am ersten Mal eine Folge seht, das ist unser, ja, so ein Baumhotspot. Hier wird ständig gepflanzt und gemacht und getan. Genau, hier pflanze ich immer wieder die Samen neu. Genau, Zuschauer aus allen Folgen bisher, die wissen das. Genau. Und ansonsten, also hier, das mache ich eigentlich nur, weil wenn Olli wieder sagt, ich brauche ganz viel Holz, dann hole ich mir hier schnell den uralten, hack die ganzen Bäume zusammen, hole mir wieder den Knochenwanz und genau, so funktioniert das. Ja, und ihr habt ja gesehen, das Baumwachstum, das ist hier richtig gut, ne? Blom hat's gemacht, alle Bäume waren da. Oh, nein, hau nicht ab, du bleibst hier, bleib hier. Na komm, Ausdauer. Hast du jetzt wieder einen Eichensamen gekriegt eigentlich gerade? Bisher noch nicht. Okay. Nee, ich auch nicht. Jetzt haben sie die wieder rar gemacht, oder? Nee, ich habe tatsächlich keinen. Ich habe nur 36 Edelholz. Genau. Gehen wir noch Eichen suchen, oder? Birken, hier oben ist schon eine. Birken suchen? Ja, ja, genau. Die BS-Suche, die Birkensuche. Und da hinten ist noch eine, siehst du? Genau, die hole ich mir mal. Weil irgendwie Edelholz brauchst du hier für jeden Kram. Genau, wir können ja eigentlich auch in den Ebenen gehen. Da stehen ja nur Birken, aber nein. Nein, ich fühle mich hier gerade wohler. Bin feige, na und? Macht ja nichts. Genau, ihr habt das auch eben gerade gesehen. Ich pflanze sie da so schön immer auf den Berg drauf. Weil, wenn ganz einer nah aneinander, fällt. Weil da, genau, da reicht es nämlich, wenn man nur einen schönen fallen lässt, dann kann es nämlich, fallen dann nämlich alle um. Ging mir tatsächlich mal, also offline so, habe ich einen Baum gefällt, der war oben auf dem Baum und alles, der ganze Wald war in Schutt und Asche gelegt worden mit nur einem Baum. War lustig. Ja, das, so muss man das machen. So ist es. So viel Platz habe ich noch, ich habe noch ein bisschen Platz. Ich könnte quasi noch irgendwo eine Birke finden. Ja, hier hinten bei mir sind noch welche. Ich glaube, ich habe da hinten irgendwo eine gesehen, ja. Auch eine kleine dünne hier, weißt du, eine dünne. Eine dünne Birke. Aber ich muss natürlich auch nebenbei noch ein bisschen meine Hackenfähigkeit verbessern. Die ist auch immer ganz günstig, wenn man auf so eine Wurzel im Sumpf trifft. Kann man tatsächlich am besten mit einer Axt erledigen. Hier ist ja noch eine. Naja, Holzfüße, ne? Ist klar. Ja, ja, klar, das ist ja. Wir haben grundsätzlich eine Axtallergie. Was ist denn hier hinten los? Da kommt ein Berserker dahinter. Mach den tot! Nee, ich geh erstmal zu der nächsten Birke. Der kommt, der wird schon zu mir kommen. Ach, ich denke auch. Er findet immer den Weg. Ja, ja. Uiuiuiui. Tja, und wenn wir dann genug Schwarzmetall haben, da werden wir uns natürlich auch mal die Schwarzmetall-Axt bauen. Aber ich werde mal ganz kurz wieder rüber in die Ebenen gehen. Und die Schilde weiterbauen und Kohle nachlegen.
Ach, schau an, ich habe Harz. Siehst du, jetzt habe ich schon 61 Edelholz. Und wir müssen ja immer größer denken, weil wir brauchen immer zwei Sachen davon. Genau, das ist natürlich klar. Wer natürlich Singleplayer ist, der braucht natürlich immer nicht die Massen, aber wir zu zweit. Ja, wir brauchen schon ein bisschen mehr. So, hier gibt es noch Kohle für mich, da tue ich mal eben. Aber wir sind ja auch zu zweit, wir können ja zu zweit dran arbeiten. Richtig, 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 ja, ja, ja. Und gemeinsam ist ja eh alles immer ein bisschen besser. Genau, also das sieht man auch daran, wenn Olli irgendwas anderes macht. Ich gehe da mal zum Holzhacken. Also man kann sich da ja super engagieren. Engagieren. Ich bin aber auch sehr engagiert. Du bist auch sehr engagiert, natürlich. So, ich flitze eben rüber in die Ebenen und lass mal weiter Schwarzmetall durch. Flop. Tja, und weiter haben wir natürlich dann voll, sobald die Schilde fertig sind, gehen wir nochmal los in die Ebenen. Und holen uns die restlichen Totems. Ja, endlich die Totems holen, ja genau, ja. Das ist... Sonst kommen wir hier gar nicht voran. Tatsächlich, damit wir endlich mal in die Mistlands kommen. Irgendwann mal, ja. Irgendwann sollten wir doch endlich mal. Das war falsch. So. Genau, ich würde sagen, wir holen euch dann gleich wieder ab, wenn wir hier ein bisschen weiter sind. Weil jetzt, das ist ja alles ein bisschen, ne? Ihr seht, wie das funktioniert. Mit dem coolen Ofen. Und danke für den Hinweis, wie gesagt, für den Platz, den wir hier noch brauchen werden. Und ich verspreche euch, wir haben da hinten noch ganz viel Platz. Das sieht zwar aus wie Kraut und Rüben da hinten. Und das muss alles noch begradigt werden. Ja, genau. Wir haben da bloß die Wand dazwischen gezogen, eben weil wir durch den Nebel natürlich nicht sehen. Mhm. Und für alle, die früheren Folgen gesehen haben, als wir die Farm hier erschaffen haben, das muss irgendwie in die 50er Folgen, ne? Das muss in den 50ern gewesen sein. In den 50ern, ja. Genau, da hinten ist nämlich noch so eine große Wurzel, von der man dieses besondere Harz kriegt. Deswegen wollten wir das gleich in die Basis mit hinein integrieren. Genau, die ist in unserer Basis mit drin. Genau. Also, ne? Perfekt. Sozusagen. Perfekt. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben uns schöne Schilder gebaut. Jawohl. Du hast auch, ja, ein schönes blaues. Genau, ich habe, was ist denn das eigentlich? Grün-Rot oder irgend so ein Käse? Genau, aktuell, ja, aktuell warten wir da drauf noch, dass der Flachs endlich fertig wird, dass wir den durchlaufen lassen können und wir uns dann natürlich die gepolsterte Rüstung bauen können. Und die ist tatsächlich ein bisschen teurer als gedacht. Deswegen warten wir noch auf das Grünzeug. Und das dauert noch ein bisschen. Genau, und in der Zeit, dass wir uns die ein bisschen vertreiben, haben wir gedacht, holen wir noch ein bisschen Loxi-Fleisch. Genau, vielleicht auch ein bisschen Schwarzmetall, vielleicht finden wir, also da lacht ja schon wieder einer, ich höre es doch schon ganz deutlich. Einer, genau, aber ein bisschen Loxe, ein bisschen Schwarzmetall. Ja, so Kram halt, ne? Was halt hier so Achtung, läuft. Achtung, hinter dir. Oh. Ach, verdammt, ich habe ja gar kein Schild in der Hand. Super. Sie mögen uns nicht, sie mögen uns einfach nicht. Hat mich schon angepiekst. Kommst du zu mir oder zu wem möchtest du gern? So, zack und tschüss. So, irgendeiner lacht doch hier. Genau, hier oben steht ein Loks. Das hätte ich gerne schon mal. Das wäre mal runterlocken, oder? Achtung. Ach, hast du schon gesehen. Gut. Hab dich nicht gehört. Habe ich es gesehen, habe ich es nicht. Tschüss. Oh. So, ich lock mal Kollege Loks an, oder? Ist ganz schön neblig heute, oder? Oh jo. So, Loks ist pisst. Nicht runterfallen, nicht unbedingt. Ui. So, wo ist der kleine Scheißer, der hier die ganze Zeit lacht? Na, der ist in unserem Garten gefallen. Ach, das war der, okay. Ja, ja. Da lacht der noch. Oh, der macht unsere Treppe kaputt. Was? Der kleine Scheißer. Oh, keine Ausdauer, keine Ausdauer, keine Ausdauer. Achso, ich sollte mal was essen. Hinter mir ist ein Loks, verdammt, verdammt. Ich komme gleich, sofort. Ich kann nicht essen. Warum nicht? Hast du keinen Hunger? Oh, au. Ich habe was zu essen, aber ich habe leider einen Loks hinter mir. Achso. Oh, der hat mich gleich. Der ist ja mal richtig sauer. Da kommt auch noch eine Mücke. Ja. Komm, Mücki, komm zu mir. Oh, 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 ich bin gleich hin. Ja, ich bin gleich tot. Ich muss mal eben abhauen. Oh, natürlich haben wir keine Ausdauer, ist klar. Ob, 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 ob. Komm hoch, du. Hm. So, ich muss kurz... Ich hab einen Block tot. Okay, Achtung, die Mücke ist immer noch da, ne? Alle tot, alle tot. Sehr gut.
kann ich wiederkommen, oder? Hast du gut gemacht. Da oben waren doch bestimmt noch mehr Loxys. Also eins von denen war ja das, was bei uns in den Graben gefallen ist damals. Mhm. Das haben wir ja schon platt gemacht. Aber da finden sich bestimmt noch mehr. Ah, bestimmt. Holz brauchen wir gerade nicht. Ich würde halt nämlich gerne ein bisschen Lox-Pastete machen. Mhm. Dazu braucht man aber Lox. Das ist, glaube ich, so, ja. Oh, hier haben wir diese blöde Grube hier unten. Und vielleicht ein bisschen hier oben ist ein Lox. Das lockt mal wieder runter, oder? Hier oben. Da hinten, wo ich hinschieße. Da oben hinten. Ja, aber das, ich glaube, die... Ja. Mr. Lox. Na, komm. Das ist ja ganz, ganz praktisch. Dann bei Gelegenheit werden wir natürlich... Oh, pass auf, Mücke hinter dir. Ja, ich weiß schon, ich habe mich schon gebissen. Achso. Da werden wir natürlich hier draußen irgendwo eine schöne Grube buddeln, dass wir uns ein paar Loxe zähmen können. Oh ja, Loxe zähmen. Und dann brauchen wir die Sattel. Hau doch nie ab. Hey, bleib doch bitte einfach bei uns. Oh, das ist ungünstig, wenn es da hinten reinrennt. Warte, lass es vorkommen. Ja, ja, das kommt schon wieder. Ich wollte es mal anzünden, dann sehen wir es besser. Das ist natürlich... Oh, da unten haben wir noch welche. Ganz drei Stück. Oh ja. Jetzt ist es Opist. Wenn es denn mal kommen würde. Ach, jetzt kommt es. Ja, das hat nicht mehr viel Leben. Hui! Ist Shohi? Also, dann gehe ich doch mal hin. Ja. Und hol mir das Fleisch. Lecker Fleisch. Ja, da müssten wir doch eigentlich schon fast... Kommst du mit hier runter? Zu mir? Ich komme mit runter. Wieso runter? Du bist doch oben. Da müssten wir doch schon so viel Loxfell haben, dass wir uns bald mal den Loxfell-Umhang bauen können. Ich glaube, der ist auch ganz gut. Loxfell, glaube ich, haben wir schon genug. Das war jetzt nicht so schlau, ne? Wir hauen um. Uff. Hallo, und da hinten sind noch drei Loxe gewesen. Vielleicht können wir die herlocken irgendwie. Das wäre ganz cool. Aber ich glaube... Ja, da hinten. Aber da ist so ein scheiß Haufen dazwischen. Ein Scheißhaufen ist dazwischen. Da hinten, da vorne? Da hinten, da vorne, ja. Warte, ich lockse mal an. Ich lockse an. Lockse sie mal an. Achso, hätte nicht einer erstmal gereicht, ne? Ich wollte ja nur einen haben. Ja, einer kommt schon. Ganz brav. Oh, das war eine Nullnummer. Jetzt ist er sauer. Ja, die sind schon recht schnell, die Burschen. So, obwohl sie so dick und unbequem sind, nur sind die schon recht schnell. Komm her, Loxi. Du darfst auch bei uns baden gehen, wenn du willst. Oh. Der hat dich irgendwie weggeschubst. Das sah aber sehr lustig aus. Oh. Der hat dich irgendwie weggeschubst. Das sah so lustig aus. Wo holst du den? Ja. Ihn aber selbstverständlich. Da hole ich mal den nächsten ran. Hol mal den nächsten ran, jawohl. Habe ich alles, ja. Nein, der ging daneben. Ich glaube, der kämpft gerade gegen irgendeinen so Schleimhaufen. Warte mal, ich hole mal... Ach nee, der kommt schon. Der ist schon angepisst. Komm. Nicht abhauen. Tja, der läuft blöderweise in die andere Richtung. Oh, hier ist der Kollege. Oh, jetzt sind sie aber sauer. Naja, zumindest der eine, ne? Oh, ich würde gern den Knochenranst aktivieren. Bist denn du? Ja, vor dem Lox. Hau doch nicht ab vor dem Lox. Kleiner Trampellox. Sag mal, der ist aber nah an mir dran, oder? Ja. Jawohl. Oh, der war wieder gut getroffen.
Lass mich, ich habe dir nichts getan. Also, noch nicht. Nein, du schießt die ganze Zeit auf ihn, aber ich habe dir nichts getan. Das ist alles getan. Der andere Typ da drüben, der macht das die ganze Zeit. Das ist alles zum Zwecke der Lebenserhaltung, ja? Ja, genau, wir müssen ja von irgendwas leben. Richtig. Au, nicht zwicken. Pflanz Zwickau. Der ist geil weg. Uff. So, bitteschön. Oh, jawohl. Du holst den dritten? Ich hol mal den dritten, ich versuch mal. Die dritten. Ich kann gleich die Möwe mitnehmen hier, oder? Kann ich nämlich gleich dann wieder ein bisschen Pastete machen. Pipapa. Wo ist er denn? Ich glaube, der ist obkaut. Der hat gesehen, was mit seinen Ideen ist. Oh, nee, da ist er, warte. Das war nix. Du hast ihn nicht getroffen, ich schon. Hast du die Mücke, kam die jetzt dazwischen, oder? Die kam irgendwie dazwischen, ja. Bis der da ist, ist er fast tot. Aber echt? Ah, Miss Gloxy. Bisschen leid tut's uns schon. Das war's schon. Jetzt. Puff. Genau. Ich würde sagen, dann... Da schon wieder einer? Ja, ja. Dann beamen wir uns mal kurz aus der Region raus und beamen uns wieder rein. Und ihr lasst bitte ein Like und ein Abo da und vielleicht wieder einen coolen, schönen Kommentar. Ja, wir freuen uns sehr über eure Tipps. Ja, richtig, richtig. Und wenn wir dann endlich unsere Rüstung zusammen haben, gehen wir los, diese Insel hier erkunden, weil da drüben gibt's ein Totem und da hinten gibt's noch ein Totem und das werden wir uns natürlich holen. Da kennen wir natürlich nichts. Ja? Und dann geht's auch endlich los, dass wir hier mal den Boss machen. Genau, der ist übrigens auf einer anderen Insel direkt gegenüber, also das wird noch interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.